Fakt ist auf jeden Fall, es gibt viele Fahrradhändler, die vor 20 Jahren stehen geblieben sind. In 3-4 Jahren sind viele Fahrgeschäfte pleite. Und der Inhaber ist komplett gehetzt, genervt. Irgendwie wird es ganz schön anstrengend, vielleicht geht es auch ein bisschen einfacher. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Lieblingsfahrradladen. Mein Name ist Markus, ich bin der Inhaber vom Fahrgeschäft Fitbikes und wir wollen in diesem Video darüber sprechen, wie der Fahrradladen sich in den letzten Jahren entwickelt hat und warum viele Fahrradgeschäfte in Zukunft pleite sein werden und warum wir diesen Schritt der Expansion gemacht haben. Das heißt, das Video ist für alle super interessant, die mehr über die Sichtweise eines Fahrradhändlers wollen, die sich vielleicht auch dafür interessieren, einen Fahrradladen aufzumachen, die sich vielleicht dafür sogar interessieren, einen Fahrradladen mit Fitbikes aufzumachen oder wenn du einen Fahrradladen hast und dir denkst, irgendwie wird es ganz schön anstrengend, vielleicht geht es auch ein bisschen einfacher und ein bisschen zukunftsorientierter. Vielleicht gemeinsam mit Fitbikes, dann ist das hier ein passendes Video für dich. Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Ja? Springen wir in die Zeitmaschine rein und gehen so 20 Jahre, 30 Jahre zurück und überlegen mal, wie früher ein Fahrradladen aufgebaut war. Früher war ja eh immer alles besser, aber Fahrradläden waren auf jeden Fall eine kleine, eindimensionale Welt. Es gab so 4, 5 verschiedene Arten von Fahrrädern. Mountainbike, Rennrad, Trekkingrad, Kinderräder. Mehr gab es eigentlich nicht. Das waren meistens Stadtteilläden. Es gab noch kein Internet. Es gab sogar ein Gesetz, dass man nicht handeln durfte. Und es war alles super überschaubar. Das ist sozusagen ein Fahrradladen, wie wir es von früher her kennen. Man hatte vielleicht, ist die Oma schon in den Fahrradladen gegangen und hat es sogar eine Generation weitergegeben. Das war super simpel. Wie schaut ein Fahrradladen heute aus? Ja, und das hier ist ja sozusagen das beste Beispiel dafür. Wir haben diesen Fahrradladen jetzt komplett einmal neu gemacht. Mittlerweile haben wir überall Computer stehen, alles ist digital vernetzt. Es gibt mittlerweile für jeden Pups das perfekt passende Fahrrad. Egal, was du mit dem Fahrrad vorhast, es wird das passende Fahrrad dafür geben, weil einfach es mittlerweile in jeder Kategorie 7 Unterkategorien und dann nochmal eine Kategorie gibt. Also es ist extrem vielfältig geworden und die Welt außenrum hat sich verändert. Dein Kunde kann jetzt halt in den Laden reingehen, kann sich beraten lassen, kann mit dem Smartphone sich Preise vergleichen, kann woanders hingehen. Du kannst sogar ein Fahrrad aus einem anderen Land bestellen, sozusagen. Ja, das heißt, du hast nicht mehr die Konkurrenz in deinem Stadtteil, sondern du hast mittlerweile auch ganz Deutschland, ganz Europa als Player im Markt drin und der Anspruch ist viel höher geworden. Und jetzt als Fahrradladeninhaber reicht es nicht mehr, dass du nur gut beraten kannst, dich mit der Materie auskennst, sondern du musst auch dich mit dem Gesamtbild beschäftigen. Ja, und wir haben immer wieder mal ganz viele Leute in den Kommentaren, die sagen, ja, das ist ja eigentlich alles ganz simpel, ganz einfach. Warum hat sich denn der Fahrradhändler so weiterentwickelt? Und mein Fahrradhändler um die Ecke, der schraubt mir noch alles irgendwie zusammen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich in der Form. So, Fakt ist auf jeden Fall, es gibt viele Fahrradhändler, die vor 20 Jahren stehen geblieben sind. Die haben noch keine passende Homepage, die wissen nicht, was Social Media ist. Es gibt keinen Umgang mit dem Online-Themen in irgendeiner Form. Der Hauptfokus liegt auf dem Alltag, auf der Beratung und alles andere wird komplett außen vor gelassen und ausgeblendet. Meistens ist so die Aussage, ja, wenn nichts mehr geht, mache ich nur noch Werkstatt. Das ist so das Gängigste sozusagen in der Form. Nach dem Motto, das kann mir keiner aus dem Internet mehr einem klauen. So, jetzt haben wir aber schon festgestellt, dass es auch schon mobilen Werkstattservice gibt, teilweise mit hart viel finanziertem Geld. Es gibt große Online-Shops, die auch nach Hause kommen. Da gibt es ganz, ganz viele Konzepte der Zukunft. Und ich war vor ein paar Jahren an dem Punkt, wo ich mir überlegt habe, was muss ich jetzt machen als Fahrradladeninhaber, um in 10 Jahren, in 20 Jahren noch auf dem Markt bestehen zu können. Und meine Erkenntnis war, dass Einzelhandel, Fahrradhändler sein, ist ja auch Einzelhandel, nicht mehr nur daraus besteht, nur Fahrräder zu reparieren, zu verkaufen, sondern es gibt ganz viele Bereiche in das Leben des Einzelhändlers, die ich auch können muss. Ja, das heißt, ich brauche eine Lösung für eine perfekte Fahrradberatung. Ich muss mich mit den neuen Arten des Omnichannels, also Fahrradkauf lokal, online, per Telefon beschäftigen. Ich muss mich darum kümmern, wie kriege ich die passenden Mitarbeiter, wie kriege ich die Leute in meinen Laden rein. Ja, weil
wir sind hier in einer Sackgasse. Da ist nicht davon ausgesehen, dass wir die Tür aufmachen und irgendjemand reinkommt, sondern ich muss ja auch Werbung dafür machen, dass jemand kommt. Das heißt, die Welt des Einzelhändlers hat sich komplett weiterentwickelt und mein Aufgabenfeld ist viel, viel größer geworden und es ist keiner, auch ich nicht, auch viele andere nicht, in der Lage, alle Felder perfekt zu beherrschen. Und deswegen dachte ich mir, ich muss Experten haben in den einzelnen Bereichen, um in Zukunft noch existieren zu können, um meinen Kunden einen bestmöglichen Service anzubieten. Denn was ist denn, wenn du versuchst, irgendwie alles so ein bisschen zu machen, dann wird nichts gescheit gemacht. Ja, und deswegen gehst du in den Fahrradladen rein und der Inhaber ist komplett gehetzt, genervt, weil in derselben Zeit vielleicht noch das Telefon klingelt, ein Lieferant da steht, er muss aber noch den Einkauf machen, eine Reparatur muss fertig sein und im Endeffekt hat niemand Zeit für dich, weil dieser Inhaber einfach nicht in der Lage war, sich weiterzuentwickeln. Also es gibt ja so ein paar Zeitungsberichte und so die einheitliche Meinung, dass die Fahrradhändler krantig und schlecht drauf sind und keine Ahnung was. Das liegt daran, dass die einfach komplett überfordert sind, ja, und einfach nur immer reagieren, nacharbeiten und der Markt überholt sie und deswegen werden viele dieser Läden Probleme haben. Wir hatten jetzt das kleine Glück mit dem Thema E-Bike, mit dem Thema Leasing, auch Corona hat letztes Jahr dem einen oder anderen nicht wehgetan, aber diese Steigung, die wird irgendwann wieder vorbei sein und die Welt außenrum dreht sich weiter. Und das war meine Lösung des Ganzen war, größer zu werden und damit mehr Experten einstellen zu können und sozusagen sich dieses Experten-Know-how dann zu teilen. Also wir haben jetzt 15 Läden Tag heute, die haben alle dieselben Themen wie ich. Die brauchen eine Lösung für das Thema Homepage, die brauchen Social Media, die brauchen Einkauf, die brauchen eine Warenwirtschaft, die brauchen eine Mitarbeiterverwaltung, Recruiting, Entwicklung, die brauchen was zum Thema Controlling, die brauchen eine Weiterentwicklung für das Thema Beratung, die brauchen auch Know-how in der Beratung, im Servicebereich. Riesige Themen, ja, und das teilen wir uns sozusagen jetzt als Gruppe unter der Fahne Fitbikes, könnte man sagen. Ja, das heißt, wir haben viele Dinge, die wir ja versprechen als Marke und jetzt gibt es Leute, die wollen einen Fahrradladen aufmachen und die schließen sich dem Ganzen jetzt an und es gibt auch andere Fahrgeschäfte, die sagen, finden Sie gut, was wir machen, dann mache ich mit. So. Auf einmal habe ich viele Leute, die dasselbe wollen, die sich einfach die Synergie teilen und damit ist die Welt des Fahrradhändlers viel, viel einfacher und vor allem zukunftsfähiger. Ja? Bei denen ich mich heute nicht mehr um alles kümmern muss, sondern nur noch um einen Teil des Ganzen, da kann ich in diesem Teil sehr gut sein. Und wir als Headquarter machen sozusagen einen großen Teil mit einem guten Expertenteam und die Läden, die angeschlossenen Läden, die Standorte können sich jetzt perfekt um ihren Alltag vor Ort kümmern. Beispiel, wir haben jetzt über die Weihnachtsferien, war uns langweilig, in Anführungszeichen, eine neue Warenwirtschaft eingeführt bei Fitbikes. Diese Warenwirtschaft ermöglicht uns, dass wir gemeinsam einkaufen, dass wir die Waren untereinander austauschen, dass wir aber auch einen neuen Online-Shop betreiben, wo sozusagen der Kunde sehen kann, wo die Ware verfügbar ist und die Ware kann dann aus dem Lager von uns kommen, aber aus dem Laden auch aus Berlin zum Beispiel kommen. Ja? Und das haben sozusagen ein Projektteam eingeführt und alle anderen haben das dann nach und nach vor Ort durchgezogen. Und das war viel, viel einfacher, dadurch, dass es eben ein Projektteam gab und die anderen konnten dann einfach nur noch mitmachen. Simpel und das Gegenteil wäre gewesen, jeder hätte sich mit dem Thema Warenwirtschaft beschäftigt, jeder hätte irgendwie Zeit investieren müssen und so waren wir alle Nutznießer untereinander. Und aus meiner Sicht ist die Zukunft des Einzelhändlers, dass er über den Tellerrand hinausdenkt und neue Wege geht. Mein Weg ist, größer zu werden und mit anderen zusammenzuarbeiten und damit sozusagen diese Synergie zu nutzen. Und jeder ist gerne eingeladen, da mitzumachen, ja, wenn es passt, auch von den Vorstellungen her. Ja, das Wichtigste am Ende des Tages ist, um für unseren Kunden den bestmöglichen Support, den bestmöglichen Service rauszuholen. Das geht aber nur, wenn wir nicht komplett überfordert mit dem Gegebenheiten des Alltags der neuen modernen Zeit sind. Ja? Und das ist sozusagen unser Weg der Zukunft und es gab keinen vergleichbaren und deswegen haben wir es einfach gemacht. Ja? Ich habe keine Ahnung, ob ich das logisch rübergebracht habe. Das glaube ich war ein bisschen chaotisch, aber wenn ihr sozusagen
das angeschaut habt bis zum Ende, lasst mir gerne einen Kommentar da, sagt, was ihr davon haltet. Da gibt es ja auch Beispiele von anderen Einzelhändlern, die das auch ganz gut gemanagt haben in unserer Größe. Schreibt das gerne in die Kommentare rein und bin super gespannt drauf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.